Hey, Mister. Hey, Mister. Wir sind beim Filmfest Oldenburg bei der Eröffnungsfeier mit der Komödie Kein Sex ist auch keine Lösung. Viel Spaß damit. Hey, Mister. Ich lebe seit 12 Jahren in Oldenburg und will demnächst mit dem Papst eine Boutique in Wuppertal eröffnen. Hey, Mister. Ihr Männer wollt mit jeder halbwegs attraktiven Frau ins Bett gehen können. Aber alles aus eurem direkten Umfeld muss treu und enthaltsam sein. Ja, logisch. Herr Luca, welche Rolle spielen Sie in dem Film? Tom Moreno, ein Werber par excellence. Also erfolgreich, macho und von sich sehr überzeugt. Es klappt auch leider ziemlich gut mit den Mädels, ein Womanizer. Und er hat sich diese unsägliche oder hat sich eben diese Regel gestellt, nach dreimal Sex ist Schluss. Und dann wird weitergegangen und der nächste Fang gemacht. Das funktioniert auch alles ganz gut, bis er irgendwann auf das weibliche Pendant quasi trifft und sie ihn im Grunde mit seinen eigenen Waffen schlägt. Und dann kommt dieses ganze Bild von Herrn Moreno so ein bisschen ins Wanken und da hoffen wir, dass dann da auch viel gelacht wird dabei. Haben Sie Gemeinsamkeiten mit Tom? Welche Gemeinsamkeiten wären das? Die Gemeinsamkeiten sind, dass ich auch HSV-Fan bin, dass ich auch sehr gerne in Hamburg lebe. Er fährt ein altes Auto, das finde ich auch ziemlich gut. Ich habe ein anderes altes Auto, also Oldtimer ja und der Rest nein. Und wie waren die Dreharbeiten? Haben Sie da irgendein Erlebnis, was jetzt besonders in Erinnerung geblieben ist von Ihnen? Ja, für mich waren die Dreharbeiten sehr besonders, weil es ist jetzt auch, der Film ist ja auch so eine kleine Liebeserklärung an Hamburg. Und ich lebe seit 14 Jahren in der Stadt und deswegen war es für mich schon was Besonderes, jetzt einen Kinofilm in Hamburg zu drehen. Und wir hatten sehr, sehr lustige Szenen. Das ist einfach auch mit, ich erinnere mich an Armin, da ist es immer eine große Freude, weil die Kamera eigentlich immer länger laufen kann. Und es gibt immer noch etwas, was Armin einfällt und dann kommt dann noch so Sachen, es sind auch im Film einfach Sachen, die nicht im Drehbuch standen. Das ist eigentlich dann immer so der größte Spaß, wenn so kleine Improvisationen dann hinterher auch im Film zu sehen sind. Haben Sie den Film schon gesehen? Wie ist das für Sie, wenn Sie so sich auf der Leinwand sehen, sich im Film sehen? Ja, ich habe noch nicht alles gesehen. Insofern ist es auch Premiere jetzt heute für mich, den Film im Ganzen und auf einer großen Leinwand. Ich hab ein paar Sachen gesehen, ein paar Ausschnitte und bin jetzt gespannt, das Ganze mal wirklich in Kinoatmosphäre zu sehen. Was kann man erwarten von Kein Sex ist auch keine Lösung? Ich hoffe, einen sehr lustigen Film und vielleicht die Frage oder die Antwort darauf, dass kein Sex wirklich keine Lösung ist. Also das glaube ich, verspricht der Film. Ich glaube, es ist auch ein Film für Frauen, weil sie zugucken können, wie wir Männer uns doch teilweise doch sehr machohaft und von sich selbst überzeugt und dann eben in jedes Pfützchen auch tretend verhalten. Und es ist ein Film für Männer, weil auch die können, glaube ich, schmunzeln, weil der eine oder andere wird da, sagen wir mal, sein Verhalten vielleicht auch in Ansätzen wiedererkennen. Und wenn wir Männer über uns selber lachen, ist es ja auch nicht schlecht. Hey, Mister. Was? Fass meine Titten an. Was? Fass meine Titten an. Warum? Quatsch nicht, fass die an hier. Ihr Charakter Paule wird vom Kumpeltyp zu Femme Fatale. Wie ist es bei Ihnen? Was sind Sie, eher der Kumpeltyp oder die Femme Fatale? Ich würde auch sagen, dass ich eine Mischung bin, je nach Stimmung. Mal so, geht beides. Sind Sie beim ersten Mal im Oldenburg Filmfestival? Ich war vor 12 Jahren schon mal hier, wissen Sie das nicht mehr? Nein, können Sie nicht mehr. Da war ich erst 6 oder so. Ja, genau, da waren Sie noch sehr jung. Vor 12 Jahren, aber da war das ganze Festival noch so, so studentisch, Kleinstadt, rock'n'rollig. So. Und jetzt wundere ich mich hier, weil die Veranstaltung, so wie sie hier heute Abend läuft, das könnte auch Berlin oder Köln oder sonst wo sein, Hamburg. Da und da. Ja. Okay. Ein Autogramm ist eine Lösung. Ne? Ein Autogramm ist eine Lösung. Was kann man von Kein Sex ist auch keine Lösung erwarten? Man kann auf jeden Fall ganz viel Spaß erwarten. Also ich glaube, man hat wirklich einen richtig lustigen Abend, wenn man ins Kino geht mit seinen Freundinnen irgendwie im Gepäck. Und man kann auch sich ein bisschen, glaube ich, in der einen oder anderen Figur wiedererkennen. Als ich ihn gesehen habe, muss ich ehrlich sagen, habe ich mich auch hier und da mal ertappt gefühlt von mir selbst. Und das ist aber lustig. Also es ist wirklich so, dass man das Gefühl hat, man geht irgendwie aus dem Film raus, man hat gute Laune und man hat einfach irre viel Spaß. Und wie waren die Dreharbeiten? Was waren da für Ereignisse, die du dich noch gut erinnern kannst? Oder? Also die Dreharbeiten waren durchweg wirklich irgendwie mit diesen Leuten, die da alle zusammengearbeitet haben, wirklich ein großer Traum, muss ich sagen. Wir haben in einem Schloss gedreht und ich weiß noch, dass an dem einen Abend eine Hochzeit dort stattgefunden hat. Also so richtig mit allem drum und dran. Und das war natürlich ein bisschen unangenehm, weil wir sozusagen der Hochzeitsgesellschaft sagen mussten, dass sie mal ein bisschen leiser bitte sein sollen, weil wir hier drehen.
hin. Und wo man so dachte, okay, die Prioritäten müssten jetzt natürlich irgendwie andersrum gelagert sein, aber die waren super. Der Bräutigam wollte zum Schluss mitspielen und so. Also wir haben die alle auf unsere Seite gekriegt, Gott sei Dank. Highlight of the film festival this year. Well, you so far, standing with you. The highlight, I'm very excited that last year the prayers to have prosperity for the ongoing prosperity for the festival has clearly happened. The festival has turned 18, and I think the frog last year gave good luck because clearly there are many, many people here that are excited and support the festival. So it's just a nice omen for the city of Oldenburg, and it's spectacular for that to see the city support this festival the way it does. And what does the Oldenburg Film Festival mean to you? I think it's a validation that an intimate city can have such a high standard of culture internationally and personally. It represents beautiful German films, and wonderful international voices are here. And importantly, it's like it doesn't lose its intimacy as a hometown. The people of Oldenburg are the real stars. I saw some beautiful photographs of everyone in Oldenburg holding the Oscar. And this is what's beautiful, is the people here are so very, very kind, and the festival director is so hospitable. And I think the congratulations to the people of Oldenburg for creating such a wonderful film festival. Is it your first time in Oldenburg? Yes, this is the first time, and I think it's so beautiful. I'm very impressed. What a great town. It's terrific. I love Germany anyway. Germany's been great to me. Three ways. First of all, I made my film, The Apprenticeship of Zoe Kravitz, won the Golden Bear at the Berlin Film Festival. One. Two. One of the best comedies, which is also being shown, Who's Killing the Great Chefs of Europe, was done at Bavaria Studios in Munich. Three. I'm getting this, you know, retrospective award of all my films. So I love Germany. Which film do you have in the festival, and can you sum up the storyline in 1 minute? Our film is called Happy New Year. I'm the writer-director, Laurel Manning, and this is Michael, the lead actor, Michael Cuomo. And how was it to play your role? It was very intense. The film is about a group of U.S. soldiers recovering in the psych ward of a veterans hospital. So my character was dealing with post-traumatic stress and has been very injured by war. So it was a very tough film, but we did a lot of research, interviewed a lot of veterans in preparing for it, and yeah, it's a life-changing experience for both of us. It started as a play that ran off Broadway in New York, and then we made a short film, and now it's a feature film. And Happy New Year is celebrating its world premiere, is that right? Well, the world premiere was at South by Southwest, but this is the international premiere, so yeah, we're very excited to be here. And is it your first time at Oldenburg? Yes, first time. First time in Germany ever. First time in Germany. This is our introduction, we just arrived today. Which film do you have here on the Film Festival? It's called Pig, yes. Can you sum up the storyline in 1 minute? Sure, I can. It's a story about a man who wakes up in the desert with a black hood over his head. His hands are tied behind his back, and he can't remember who he is. So it's a story about, it's an amnesia story about what happened to him. It's a mystery about what happened to him. Hey, mister, this is Deborah Carr Unger, celebrating Oldenburg and its prosperity in the year after the frog. All the best, and congratulations on turning 18. Fantastic. Hey Mister, wir sind in Oldenburg. Wir waren gerade bei der Premiere feiern. Jetzt fahren wir nach Hause mit dem Fahrrad.